Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind wieder da. Hooray. Wir sind wieder da. Wir sind wieder im Weltall. Herzlich willkommen zurück. Und jetzt können wir 10-mal so viele Zauberkugeln tragen, wie wir vorher tragen konnten. Oh, das ist sehr schön, sehr schön. Das ist eine tolle Sache. Also, wir können jetzt. Warte mal, 10-mal. Also 4000 statt 400. Richtig. Ja. Müsste eigentlich so funktionieren. Ich habe das Inventar auf 10-fach größer gestellt. Ach, Sir, Sie sind ein guter Mensch. Müsste ja vielleicht erstmal ausreichen. Größer geht auch nicht. Die maximale Größe müsste erstmal reichen, ja. So, ja. Für die ersten 10 Minuten und dann gucken wir weiter. Dann bauen wir uns eine Mod. Warum gibt es denn kein Unlimited-Inventar? Ja, weil das ist dann der Creative-Modus. Ja, das wäre der Creative-Modus. Ah ja, den gibt es ja auch noch. Oh ja, wir sind Helden. Ich meine jetzt nicht die Band, ich meine uns. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich. Ja. Wer uns kennt, der weiß auf jeden Fall, dass wir ganz, ganz große Helden sind. Mhm. Die größten. Helden der Extra. Wir sind einfach die Helden, da ist Marvel nichts gegen. Ja, die Helden der extrasten Klasse. 1A-Salami. Ja. Der Helden von die uns. So. Boah, ich pflück dieses Schiff hier auseinander. Ganz krass. Sag doch mal was, man hört hier nichts mehr. Du redest so, wie einer, den ich kenne, über Frauen redet. Was habe ich denn gesagt? Ich pflück die so auseinander. Aber ich sag jetzt keine Namen. So, mein Schiff ist jetzt blau. Ja, du bist das besoffene blaue Schiff da, ne? Ja, genau. Jetzt kann keiner mehr. Jetzt weiß ich, welches mein Schiff ist. Was ist das? Was ist geil? Ich bohre die ganze Zeit und bin trotzdem noch nicht voll. Das hört sich auch schon wieder sehr seltsam an. Hammer. Space Engineers, das Spiel der seltsamen Zitate. Ja, das. Ich bin im braunen Loch verloren gegangen. Wann ist das denn passiert? Das war Folge so oh, und so. Ja. Oh mein Gott, warum ist die Schwerkraft so komisch? Ich habe die Schwerkraft ausgemacht und bin einfach seitlich gegen die Wand geflogen von meinem Schiff. Auch wieder ein schönes Zitat. Ich habe die Schwerkraft ausgemacht und bin gegen die Wand geflogen. Einfach. Aber mit den Füßen zuerst, aber auch. Boah, kann das Schiff mal aufhören, sich von mir wegzudrehen, wenn ich was bauen will? Mein Inventar wird mir langsam unheimlich. Sehr groß. Ja. Der 10-mal so groß ist, ziemlich ist so viel groß? Größer, ne? Ja, das Bohrergeräusch ist weg. Das ist nicht schlimm. Hast du noch nie so ein großes Inventar gehabt, ne? Doch, ich habe Gothic gespielt. Einiges noch. Boah, was ist denn das hier? Das Schiff dreht sich die ganze Zeit weg von mir. Ihr seid ja nie zufrieden. Nein, ich freue mich. Ich bin gerade wie im Schlafenland. Also, ah, ist das schön, das Schiff dreht sich weg von mir. Ich freue mich. Ich habe jetzt 6.800 Eisen dabei. Bleib doch bitte stehen, du Drecksding. Ja, da dürfte das doch jetzt einfacher sein, deine Sachen zu bauen. Voll super. Wie hast du das so schnell eingesammelt? T gedrückt halten. Einfach T gedrückt halten. Und wenn du in den Tunnel reinfliegst, alles vor dir landet dann automatisch einfach bei T in deinem Inventar. Von mir ist nicht so gut geklappt. Ja, ist aber so. Gewöhn dich schon mal dran. Genau. Musst du einfach akzeptieren, dass die Welt so ist. Nee. Nicht immer nur hier. Die Welt ist nicht böse. Nee, die Welt ist nur furchtbar. Aber das ist was anderes. Huch. Was haben wir denn hier in unserem fetten Cargo-Bob eigentlich drin hier? Kann das sein, dass die Asteroiden immer aus der gleichen Richtung kommen? Kann gut sein. Die kommen immer ich von, nicht. Also ich nenne es einfach mal oben. Ah, und schon höre ich wieder irgendwelche Explosionen. Vielleicht, wenn du das Schiff wegbewegst, kommst du da nicht mehr hin. Es gibt ja Ore-Detektor. Ich glaube. Ja, die sind aber auch irgendwie. Ich baue mal. Wollen wir mal eine Station bauen? Ja, ja, wo wir so einen Assembler und sowas reinstellen dann? Sollen wir es in einen Asteroiden reinbauen? So. Das ist auch. Wobei, ja, an sich ist es cool. Aber dann kannst du die Schiffe nicht so leicht andocken. Ah, mein Inventar ist voll. Wow. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin. Wo komme ich denn hier raus? Da ist Licht. So. Dann wollen wir mal, Fräulein. Schön, 10.000 Erz. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Bei Erz muss ich irgendwie gerade wieder an Gothic denken. Wo ist denn das kleine Schiff, das ich die ganze Zeit auseinandergepflückt habe? Was denn? Da, Private Sail? Hm?
Private Sale? Das gehe ich mir jetzt mal angucken. Aber nicht mit. Nicht mit. 30% Energie. Boah, wie angenehm das ist, dass man einfach Sachen abbauen kann und nicht die ganze Zeit hin und her fliegen muss, ne? Ja. Weil vor das allen Nervige ist nicht das Abbauen, sondern das. Dass man einfach die Sachen nie mitnehmen kann. Ja, genau. Und tatsächlich, Private Sale. Okay, Private Sale meldet sich zum Dienst. Ich geh mal gucken, ne? Jo, guck dir mal Private Sale an. Guck dir mal seine Privates an. Mach ich. Wo ist denn hier das Ding hin, das kleine? Da wird die Welt klein. Die Wurst, wo ist sie denn? Wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Da. Nein. Ach, bist du an dem anderen Asteroid mit dem Loch, Christopher? Ja. Da sehe ich nämlich gerade ein kleines blaues Schiff. Ja, hier ist ganz viel Uran, das sammle ich gerade die ganze Zeit ein. Very nice. Weil ich ganz viel Strom habe. Silber, ja, Silber kann ich auch. Du, 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 du. Was braucht man denn? Steel Plate, Dust Component, Motor, lange. Motor, Display, Computer. Was? Ich guck grad, was man für einen Collector braucht. Ich hab Griechenland im Bierdeckel. Aha. Trinkst du gerade ein griechisches Bier? Griechisches Bier. La la la. Ist la, so la, wie la. Die Galle der Erde. Griechisches Bier ist so wie Bier aus Griechenland ist. Hat jemand schon mal griechisches Bier getrunken? Nee, nö. Gibt's griechisches Bier überhaupt? Stimmt. Ja, wahrscheinlich. Wobei. Ich hab türkisches Bier getrunken, aber das war auch irgendwie in Deutschland gebraut. Hört sich sehr türkisch an, besten. Auf jeden Fall. Nach türkischer Brauart. Oder was war das dann? Ja, irgendwie sowas. So original deutsch-türkisches Bier. Oh! Das Model hat sich geladen vom Private Sale. Was ist denn das Private Sale? Das weiß ich ja nicht. Also ist das ein Schiff oder was? Es gibt ja ein Segelschiff zum Runterladen auf jeden Fall. Das wird es mir hoffentlich nicht ein sein. Ein Kilometer, 7, 6, 5. Es hat auf jeden Fall Solar Panels. Und es sieht aus wie ein... Ja. Kostet das eigentlich irgendwas, diese Teile, die Teile vom Schiff zu reparieren, oder? Reparieren kostet meistens nichts, je nachdem, wie kaputt die sind. Ja, also je nach... Ja, das ist eigentlich relativ gut ausgedrückt. Tja, wo kommt man hier rein? Boah, ist das nervig. Ist da eine Tür? Nee. Ist auch schon wieder kaputt teilweise. Ach, da oben ist eine Tür. Oder? Nee. Aber es macht schon Spaß, wenn das, also jetzt, wo das Spiel wieder, also einigermaßen funktioniert. Das ist echt, das ist schon echt cool. Es gibt hier schon wieder keine, aber Tür. Wir sind nicht nur am Beschweren hier. Manchmal hören wir auch auf mit dem Beschweren und sagen einfach nichts. Manchmal sagen wir einfach gar nichts, genau. Ja. Manchmal schweigen wir uns einfach wütend an. Ja. Weil wir gerade nichts haben, wo wir uns beschweren können und deswegen sind wir sauer. Sehr deutsch. Genau. Mir geht es nicht gut. Warum? Ich kann mich über nichts beschweren. So. Komm her, komm her. Ja, ich hab wieder mein Schiff. Ich kann mich wieder beschweren. Ich freue mich. Es dreht sich wieder weg von mir. Das blöde Scheißding. Ich finde keine Tür. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ja, Beschwerdesession, die zweite. Ich bohr mich jetzt in den Popo rein. Ja, das tust du doch immer, oder nicht? Nein, das ist die Nase. Ah, ich hab eine Tür freigebohrt. Glaube ich. Was? Boah, krass. Ich hab schon 2 Kilo Uran jetzt. Ja, super. Muss ja aufpassen. Schiff, bleib einfach stehen. Sei so lieb. Nein. Ja, ich meine, es passen 1000 Liter rein. Und ich jawohl. Hab jetzt 0,1. Ich bin drin. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis mein Reaktor voll aber ist. Aber ich passe nicht... Ah, jetzt. Ah, so. Jawohl, bin drin. So. Und das Ding kann nichts. Nichts? Ich glaube nicht. Das ist schade. Ich brauche noch mal ein paar Reactor Components. Wo ist ein kleines Schiff, das ich die ganze Zeit auseinandergepflückt habe? Gut, ich meine, da sind Solar Panels dran. Das ist ziemlich geil. Ja, das auf jeden Fall. Bisschen Uran im Reaktor.
Solarzellen sind sogar noch ein paar drin. Ja, top. Immerhin. Wieder ein neues Stück für unseren Junkyard. Dann krieg ich nachher, jeder ist ein Junkschiff und wir fahren uns ja alle gegeneinander. So sieht's aus. Eigentlich müssten wir das alles vereinen. Ich meine, wir haben jetzt ein Schiff mit mega viel Cargo, wir haben ein kaputtes, ja, großes Überhauptschiff und ein Schiff mit Solar Panels. Das ist eigentlich... Das können wir ja mit den Füßen versuchen. Also ein großes daraus bauen, was wir aus dem letzten Zeug, was wir haben. So, das ist ja interessant. Also der Assembler baut die Sachen einfach so selber, wenn man da einfach... Genau, du musst auswählen, was du haben willst. Man muss nur die Ressourcen reindrücken. Ja, dann brauche ich jetzt super ultra viel Eisen, Nickel und so weiter und Zeug. Du. Dann gehe ich mal suchen. Das Gyroscope funktioniert sehr gut. Ach was denn, ich brauche Gravel, will er mich verarschen? Echt jetzt? Ich brauche tatsächlich für irgendwas Gravel. Hier in ist meinem Schiff ist noch ganz viel drin, glaube ich. Ja, ich ist eigentlich wo auch. Wo findet man denn Gravel? Das sind die Steine, nur, wenn du die... Einfach nur der Rest. Alles andere. Alles andere. Das graue Zeug da. Ach nee, Silber brauche ich auch. So, krass, ey. Eisen füllt das Inventar ja richtig schnell. Uran hat irgendwie, konnte man super viel von einsammeln, bevor das irgendwie was... Mhm. Also das hat irgendwie... die begrenzende Sache ist ja irgendwie Volumen und nicht Gewicht. Und Uran ist anscheinend super schwer. Ja, das macht auch Sinn irgendwie, oder? Ja, irgendwie schon. Deswegen kann man ganz viel Uran sammeln und nicht sehr viel Eisen. Also vorher, jetzt kann man... Ich habe jetzt schon 600 Liter Eisen dabei. Find's ein bisschen schade, dass mein großes Schiff hier so ein bisschen jetzt in den Hintergrund geraten ist. Huch. Dein großes Schiff? Ja, das, was da im Asteroiden steckt am Anfang. So. Ja, das kenne ich ja nicht. Das ist das große Ding, was hier steht. Das halbe. Ja, wieso ist das denn in den Hintergrund geraten? Weil ich da nichts mehr dran gemacht habe. Und die ersten Folgen habe ich nur daran gearbeitet. Ja, man muss sich ja weiterentwickeln und neue Sachen lernen und entdecken. So. So, Spitze, ich kann, glaube ich, meinen Reaktor bauen. Dann fliegt mein Schiff da nicht mehr rum wie so ein kleiner... Ja, wie so ein kleines Schiff, das rumfliegt. Die Solar Panels sind angekommen. Spitze. Oh, Life Support ist... Ich muss mal kurz irgendwo tanken. Kann man ja schön dann daraus jetzt beide Base bauen. Ach, die Base. Genau, ach stimmt, das wollen wir machen. Ich wusste nämlich gerade nicht mehr, was ich machen soll. Christopher, ist deins dieses grün-gelbe Schiff? Das grüne ist meins. Das blaue. Achso, was ist denn mit dem grünen Schiff passiert? Da fehlt ja vorne die Hälfte. Ja, Asteroid halt, ne? Achso, ist aber ganz praktisch, so kommt man leichter rein. Super. Cool. Meine Güte, komm, man kann das echt jetzt sehen. Super viel einsammeln. Bisschen Aurum drin. Asteroid hier ist jetzt komplett voll mit kleinen Eisenfragmenten. Also wenn jemand was braucht, muss er einfach nur rumfliegen, die ganze Zeit T gedrückt halten. Ja, dafür bräuchte ich jetzt einen Collector, ne? Ja, ja. Ich baue auch gerade einen. Also ich hoffe, dass der so funktioniert, wie so ein riesiger Staubsauger funktioniert. Müsste eigentlich, aber ich glaube, du musst dann auch noch mit Conveyern das zu einem Dings bauen, zu einem Cargo-Container-Dings. Scheiße, das war's schon wieder. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Ich habe keine Ahnung. Ey, das kann doch nicht alles gewesen sein. Meinst du, diese kleinen Fragmente von Eisen und so sind diese Asteroiden, die ganze Zeit kommen? So nee, viel, das sind echte Asteroiden. Wir bauen die ab und dann zerstören wir uns da selber damit. Das wäre natürlich lustig. Haben wir irgendwo Uran übrig? Also hier drin ist ziemlich viel. Wo ist denn hier drin? Wo ich bin, bei dem grünen Schiff. Achso, bei dem grünen Schiff. Du bist beim grünen Schiff? Ja, also in dem Asteroid, der direkt da. Achso. Aber nicht bei dem grünen Schiff jetzt. Nicht bei Patrick Schiff. Nils Schiff. Weißt schon, wessen Schiff. Ach nee, blau. Ich meinte blau. Blau. Ich weiß nicht, wieso ich das gesagt habe. Ich meinte blau.
Ach, das Schiff. Ja, ich schnapp mir da mal ein bisschen was raus, ne? Patrick nee, nein, bei dem Blau, bei dem grünen Schiff. Achso, bei dem Blau, Christopher bei dem blauen Tim. Ja, ja. Grün. Genau so, das meinte ich. Das Schiff. Boah, krass. Die Sasurin sind ja voll, boah. Richtig arschig. Mit Schweif und so. Ich war nur eben im Inventar, irgendwas an mir vorbeigeflattert. Boah, was ist das denn für eine geile Höhle? Oh, mein Schiff wurde anscheinend getroffen. Holy shit. Schade, ne? Holy shit. Boah, krass. Holy shit. Das ist echt ein bisschen. Das sind die Aluminium und das ist. Ich glaube, nächstes Mal parke ich das da drin. Wo ist denn. Aber so viele Löcher, wie hier drin sind, das liegt wahrscheinlich dran, dass da Asteroiden durchgeknallt sind. Ja, ja. Ja, schade, mein Schiff ist ein bisschen sehr im Arsch hier vorne. Oh, man. Oh, nee, nicht Tee. Huch, warum höre ich meinen Bohrer nicht mehr? Ja, man hört es. Ja, ab einem bestimmten Alter, Tim. Da hört man seine Bohrer nicht mehr. So. Boah, jetzt da oben schon wieder alles kaputt. Ich brauche Stahlplatten. Boah, das ist eine fette Höhle, das ist. Da müsste man eine Base reinbauen, das wäre schon cool. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Asteroiden treffen auch sehr, sehr oft auf die Asteroiden. Was? Ja. Ach stimmt, ich will mir jetzt mal das Private Sail angucken, was auch immer das ist. Ach, das ist echt nur so ein kaputtes Raumschiff, ne? Das ist richtig, das ist sehr schade. So, aber jetzt habe ich endlich wieder was an meinem Schiff gemacht. Ist ein bisschen fertig geworden. Ach nee, bisschen das ist weiter das fertig geworden. Ach, das und, ist ja geil. Ach Gott, ich habe sogar einen Thruster verloren vorne. Wie das aussieht, wenn der Tim sich das Private Sail anguckt. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Richtig. We'll be right back.